Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Es geht um die Frage, warum eine ausschließlich pflanzliche Ernährung nicht alle Probleme lösen kann. Ich habe ein Video reinbekommen, das werde ich auch wieder verlinken. Brian Sanders, der Macher des Films Food Lies, Lebensmittellügen im Gespräch mit Rob Tunks, Schafzüchter in Australien. Rob war einige Jahre im Bereich Telekommunikations- und Computernetzwerke sehr erfolgreich und hat einen Haufen Geld verdient. Mit 30 war er schon Privatier und er suchte nach einer Investitionsmöglichkeit und seine Wahl fiel auf die Nahrungsmittelproduktion. Mit der Landwirtschaft war er schon seit seiner Kindheit vertraut. Sein Vater und andere erfahrene Landwirte hatten ihm geraten, zu einer grünen Farm, also Viehzucht, im Gegensatz zu einer braunen Farm, Ackerbau. Weil man damit weniger Arbeit hat und mit geringeren Investitionen bessere Gewinne macht. Die Weltbevölkerung wächst um 2% pro Jahr. Und irgendwann wird es nicht mehr genug Nahrung geben für alle. Und deswegen beschäftigt sich Rob mit der Frage, wie man das verbessern kann. Er betreibt Schafzucht und Ackerbau für den Eigenbedarf und produziert Fleisch und Wolle und versucht, sein System nach Möglichkeit zu optimieren und zu verbessern. Was hat er gelernt? Es dauert Jahrzehnte, bis man zu einem guten Farmer geworden ist. Auch nach 15 Jahren lernt man immer wieder Neues dazu. Jedes Jahr bringt neue Herausforderungen. Im Gegensatz zu anderen Berufen ist es in der Landwirtschaft nicht möglich, Fehler kurzfristig und ohne Verluste zu korrigieren. Es dauert ein ganzes Jahr, bevor man eine erneute Chance bekommt. Jeder Fehler kostet viel Geld. Es wäre fatal, einen Fehler mehrmals zu machen. Für Neulinge sind Fehler noch teurer als für erfahrene Landwirte. Fehlende Erfahrung bedeutet größere Verluste. Bei Wurmbefall zum Beispiel leidet die Qualität der Wolle, die Lämmer verlieren an Gewicht. 2006 war so ein Jahr. Viel Feuchtigkeit, massiver Wurmbefall. Rob verlor viele Tiere. Und die überlebten, entwickelten sich schlecht. Sein 80-jähriger Nachbar, der 60 Jahre Erfahrung hatte, hätte die Gefahr früher kommen sehen und schneller darauf reagieren können. Gute Landwirte und Viehzüchter sind alt. Es dauert Jahre, bis man alles verstanden hat. Man muss sehr aufmerksam sein und schnell und effizient auf Probleme reagieren. Fehler sind kostspielig und können einen ruinieren. Landwirte machen nicht viel Gewinn, für Verschwendung und Verlust ist kein Platz. Hält man sich dies vor Augen, versteht man auf einmal besser, warum die Tierhaltungsmethoden in der westlichen Welt so sind, wie sie sind. Niemand befürwortet die Intensivtierhaltung. Es gibt viel Luft nach oben, aber das System ist effizient und es bringt Ergebnisse. Und wer nicht effizient arbeitet, ist schnell Pleite. Massive Subventionen in den USA, zum Beispiel für Mais, verhindern, dass Angebot und Nachfrage den Markt regeln und die Bauern mit ihrem Einkommen auskommen können. In Australien ist der Markt zum größten Teil frei, das heißt ungeregelt. Wer am effizientesten arbeitet, macht das beste Geschäft. Man schaut, was der andere macht und lernt voneinander. Hat jemand eine bessere Methode gefunden, wird diese schnell übernommen. Warum soll man auch das Rad neu erfinden? Rob hat 1000 Schafe und jedes Jahr ca. 130 Lämmer. Er hält ein Drittel weniger Tiere als vergleichbare Farmer, die Schulden haben und deswegen gezwungen sind, größere Herden zu versorgen. Weniger Tiere lassen sich besser managen und man bekommt Schwierigkeiten besser und schneller in den Griff, zum Beispiel bei Futtermangel. Rob hat Erfahrung mit Ackerbau und Viehzucht. Er kennt sich in allen Belangen sehr gut aus. Die Tierzucht, sagt er, ist besser für die Umwelt und sie ist auch für viel weniger tote Tiere verantwortlich als der Ackerbau.
Oh, was höre ich die Veganer jetzt schreien? Die Veganer wollen Kühe, Schweine, Hühner schützen, aber die vielen Kleintiere und Kleinsttiere und Insekten, die durch die Landwirtschaft zugrunde gehen, interessieren sie nicht. Feldmäuse, Hasen, Echsen, Schlangen, Vögel, Frösche und viele andere Lebewesen verlieren ihren Lebensraum und auch wilde Pflanzen werden durch massiven Ackerbau vernichtet. Das australische Klima ist ideal für Mäuseplagen. In Mais- und Weizenfeldern, wo sie sich explosionsartig vermehren. Schaut man unterwegs aus dem Autofenster, sieht man etwas, das aussieht wie ein riesiger, sich bewegender Teppich. Wo Rinder und Schafe leben, gibt es keine Mäuseplagen. Raubvögel, Schlangen, Echsen und andere Jäger halten die Feldmauspopulationen in Schach. Aber wenn der Mensch den Lebensraum dieser Fressfeinde der Mäuse vernichtet, vermehren sich die Mäuse unkontrolliert. Zur Erntezeit findet dann die letzte große Fressparty statt. Danach wird aus dem Feld eine Wüste, auf der die nächsten 6 Monate nichts mehr wächst. Die Mäuse verhungern und das dauert Tage und das will niemand sehen. Und der Tod, den vergiftete Mäuse sterben, ist nicht weniger grausam. Fassen wir zusammen, in jeder Phase des Ackerbaus sterben Tausende von Kleintieren. Ein anderes Problem sind die Chemikalien und die Dünger, die in die Wasserläufe geraten und dort zu schädlichem Algenwachstum und massenhaftem Fischsterben führen. Wenn Ausscheidungen der Nutztiere in die Wasserläufe gelangen, ist das vergleichsweise harmlos. Monokulturen sind eine gute Idee für die, die Geld daran verdienen. Für wilde Tiere und die Umwelt gibt es nichts Schlechteres. Trotzdem brauchen wir sie, denn sie produzieren den größten Teil der Kalorien, die die Weltbevölkerung ernähren. Ein Merksatz: Monokulturen töten viel mehr Tiere auf viel grausamere Weise als Schlachthöfe. Rob und seine Kollegen haben ein Experiment gemacht. 3 gleich große Weideflächen, eine wurde sich selbst überlassen, 2 wurden begrast, 1 nach dem Rotationsprinzip von Joel Salatin, das 2. ohne Rotation. Auf den begrasten Flächen, egal ob mit Rotation oder ohne, gab es nach kurzer Zeit 30% mehr Biodiversität als auf den unbegrasten. Es gab eine Vielfalt an wilden Tieren und Pflanzen, das Ökosystem war gesund und es funktionierte. Nutztiere schaden der Erde nicht. Sie bereichern sie und geben Tausenden von Tieren, die zum Erhalt des Ökosystems und zur Verbesserung des Mutterbodens beitragen, einen Lebensraum. Der Anbau von Mais, Weizen und Soja vernichtet Tausende von Tieren und zerstört den Mutterboden. Und ja, uns bleiben noch 50 Jahre an Mutterboden. Mit Mais gefütterte Nutztiere liefern eine schlechtere Fleischqualität als grasgefütterte. Und sie benötigen etwa 6-mal so viele Kalorien, wie sie am Ende produzieren. Das ergibt ein Netto-Kaloriendefizit und es zerstört die Umwelt. Rinder ausschließlich mit Getreide zu füttern, ist nicht nur schlecht für die Umwelt und die Gesundheit der Tiere, sondern es wären auch sehr, sehr teure Kalorien und deswegen wird es nicht gemacht. Anstatt die vegane Ernährung zu propagieren, sollte man Fleisch von Tieren essen, die artgerecht gehalten werden oder wurden. Fleisch von grasgefütterten Tieren ist in den USA sehr teuer, aber auch die anderen Tiere sind nur die letzten 90 Tage in den sogenannten Feedlots und verbringen die gesamte Zeit davor im Freien auf Grasland. Das sogenannte Supermarktfleisch ist also nicht so schlecht wie sein Ruf. Nutztiere sind keine Nahrungskonkurrenten für den Menschen, weil sie das bekommen, was für Menschen nicht verwertbar ist, wie zum Beispiel Pflanzenreste aus Distillerien und Biotreibstoffraffinerien etc. Von dem, was Nutztiere im Laufe ihres Lebens fressen, ist das meiste für den Menschen nicht verwertbar. Merkt euch das bitte. Schweine und Hühner haben eine andere Bilanz, sie bekommen viel Getreide, trotzdem sind sie
immer noch keine Nahrungsmittelkonkurrenten. Getreide wird getestet und je nach Qualität seiner Bestimmung zugeführt. Getreide, das in die Lebensmittelproduktion geht, ist für Bauern doppelt so viel wert wie Getreide, das an Nutztiere verfüttert wird. Ziel ist also immer die Produktion der bestmöglichen Getreidequalität, wovon nicht nur die Hersteller profitieren, sondern alle Verbraucher und am Ende auch die Tiere, weil das denn die Qualität insgesamt verbessert beim Getreide. Gründe für eine minderwertige Qualität sind zum Beispiel widrige Wetterbedingungen, Frost zur falschen Zeit, zu viel Feuchtigkeit und vieles mehr. Ware, die bei den Kontrollen durchfällt, wird an Tiere verfüttert, dadurch gibt es kaum Verschwendung. Lebensmittelhersteller verarbeiten die Maiskörner, die Blätter und die Spindeln bekommen die Tiere, ebenso Orangenschalen, andere Abfallprodukte dieser Art. Tiere können damit etwas anfangen, der Mensch nicht, und es gibt keine bessere Verwendung dafür. Ein Experiment. In den 80er Jahren hielt man Schafe in Scheunen, also immer in Australien. Es geht ja um Australien hauptsächlich. Und fütterte Getreide, um die Qualität der Wolle zu verbessern, was zu einer Katastrophe und zu hohen Verlusten führte. Veganer prangen die Intensivtierhaltung an und verbreiten zum Beispiel die Nachricht, dass Tiere knietief in Exkrementen stehen. Aber so etwas gibt es nur, wenn irgendwo etwas richtig schief geht, wie zum Beispiel eine defekte Pumpe oder so. Feedlots machen nur wenig Gewinn und können sich Krankheiten oder gar Komplettverluste nicht leisten. Eine kranke Kuh, die Antibiotika bekommt, kann mindestens 120 Tage nicht verkauft werden. An diesem Tier verdient der Züchter nichts mehr und an weiteren 5 Tieren ebenfalls nicht. So teuer ist das. Wer in seinem Feedlot 2% seiner Tiere verliert, kann Insolvenz anmelden. Deshalb bedeutet der Ausfall einer Pumpe Alarmstufe Rot. Es entsteht Panik und jeder ist bemüht, die Ursache so schnell wie möglich zu beseitigen. Veganer verbreiten gerne Bilder und Videos im Netz, wo die Tiere zu sehen sind, die knietief in Exkrementen stehen. Was die Bilder und Videos nicht zeigen, sind die Bauern, die im Hintergrund verzweifelt versuchen, die Lage in den Griff zu bekommen. Ihnen ist sehr bewusst, dass sie gerade dabei sind, ihr Einkommen von 2 Jahren zu verlieren. Also, kein Farmer kann es sich leisten, seine Tiere krank werden zu lassen. Ein weiteres Argument der Veganer gegen Fleisch ist der Einsatz von Antibiotika. Diese sind aber seit Jahrzehnten verboten. Sie wurden nicht nur vor 40 Jahren schon verboten, sondern sie sind auch sehr teuer und werden deshalb nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Weil die kranke Kuh danach mindestens 120 Tage nicht mehr verkauft werden kann und den Farmer weiter Geld kostet. HGPs, Hormone Growth Promotants, Wachstumshormone, sorgen für 10-30% mehr Gewicht und 5-15% mehr Nutzungseffizienz, was immer das bedeutet. Und das bedeutet in Zahlen 30-80 Dollar, australische Dollar, mehr pro Tier. 1 Dollar sind ungefähr 60 Eurocents. Das ist vielleicht nicht viel, wenn man von einem Tier spricht. Bei einem ganzen Feedlot macht das einen Unterschied. In Feedlots geht es anders zu, als wir denken. Die Tiere sind gesund und zufrieden. Es gibt Zäune, aber auch ein kaltes Buffet, wo sie sich bedienen können. Bäume schützen vor zu viel Sonne und frisches Wasser steht immer zur Verfügung. Die Tiere haben Platz und können sich auch abseits der Herde aufhalten. Diese Tiere sind zu wertvoll, als dass es einem egal sein könnte, wie es ihnen geht. Ein Züchter will gesunde Tiere und einen guten Verkaufspreis. Die Tiere sind teuer, ihr Futter ist teuer und sie machen viel Arbeit. Das macht man nicht aus Langeweile. Die Arbeit mit Tieren macht Spaß, aber wenn die Zahlen unter dem Strich nicht stimmen, dann lohnt es sich nicht. Unglückliche, gestresste und misshandelte Tiere nehmen nicht zu. Sie verkümmern, sie erreichen nicht ihr Schlachtgewicht. Teures Futter verbunden mit schlechten Haltungsbedingungen führt zu Verlusten und irgendwann ist man pleite. Ackerbau wird es immer geben, weil die Menschheit Nahrung braucht. Für das, was übrig bleibt, sind die Nutztiere dankbare Abnehmer.
Fleisch von grasgefütterten Tieren ist zweifelsfrei das Beste, aber es ist auch teuer. Billigere Fleischsorten sind aber trotzdem um Längen besser als Kartoffelchips und Kekse. Hühner und Schweine haben weniger Glück als Rinder. Aber wenn man Bio-Ware kauft oder sein Fleisch direkt beim Bauernhof bezieht, ist es eine gute Wahl. Es ist jedenfalls besser für die menschliche Gesundheit, als das Getreide von Hühnern und Schweinen upcyclen zu lassen, als es selbst zu essen. Upcyclen bedeutet, aus einer minderwertigen Qualität eine gute machen zu machen oder machen zu lassen. Getreide gibt es eigentlich erst seit 10.000 Jahren, den Menschen seit 3,5 Millionen Jahren oder so. An manchen Orten sogar erst seit 2000. Die moderne Landwirtschaft hält einerseits viele Menschen am Leben, die sonst verhungern würden, aber auf der anderen Seite hat sie eine Vielzahl an modernen Zivilisationserkrankungen zur Folge. Die vor der neolithischen Revolution der Einführung der modernen Landwirtschaft niemand auf dem Schirm hatte. Wir verbrauchen weltweit 23 Trillionen Kalorien, nicht im Jahr, sondern jeden Tag. Bevölkerungsreduktion wäre eine Lösung, aber es wäre schon gut, wenn die Bevölkerung nicht weiter wachsen würde. In den 70er Jahren gab es Nahrungsmittelvorräte für 300 Tage. Ein Totalausfall aller Ernten für ein Jahr wäre zwar schwierig gewesen und man hätte ein bisschen Hunger geschoben, aber man hätte überleben können. Heute gibt es Vorräte für 60 Tage. Eine einzige missratene Ernte wird damit zu einer echten Bedrohung. Käme die Nahrungsmittelproduktion in mehreren Ländern oder gar auf mehreren Kontinenten gleichzeitig zum Stillstand, hätten wir eine nie dagewesene Katastrophe. Corona ist eine zusätzliche Bedrohung, weil Ersatzteile für landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge etc. schlecht zu bekommen sind. Aber Corona wäre harmloser als ein Ernteausfall auf dem ganzen Kontinent. Wir essen immer mehr kalorienreiche und nährstoffarme, hochverarbeitete Lebensmittel, weil diese billig herzustellen sind und man sie lange aufbewahren kann. Bei den qualitativ hochwertigen und gesunden Lebensmitteln sinkt sowohl die Nachfrage als auch das Angebot. Immer mehr Leute geben immer weniger für ihre Nahrung aus. Wenn die Nachfrage fehlt, verschwindet das Angebot. Fleisch von glücklichen, grasgefütterten Rindern ist teurer als das von eingepferchten Schweinen und Hühnern. Wer ein besseres Produkt anbietet, wird einerseits von einer Masse an Vorschriften und Einschränkungen geknebelt und auf der anderen Seite werden viele die Ware gar nicht los, weil sie den Leuten zu teuer ist. Wie soll da etwas besser werden? Die meisten erfolgreichen Landwirte sind über 60, wie gesagt, und weil ihre Arbeit und ihr Angebot sich kaum noch rechnet, wollen viele aufhören und sie tun das auch. Und was kommt danach? Hundefutter aus der Packung? Es liegt an uns, wenn wir die Produkte, die hochwertigen, guten Produkte nicht kaufen, dann werden sie irgendwann verschwinden. Wir müssen denen, die unsere Nahrung produzieren, mehr Wertschätzung entgegenbringen. Kauft also bei den Herstellern, möglichst direkt bei den Bauern, so oft es geht. Oder online. Man kann auch online bestellen, das mache ich auch manchmal. Da gibt es Bauernhöfe oder Kooperationen, die ihre Sachen online anbieten. Ist nicht billig, ja, das ist wahr. Aber diese Menschen muss man unterstützen, wenn man nicht will, dass diese Dinge ganz verschwinden. Eine Kalorie ist nicht einfach eine Kalorie. Es ist nicht egal, was wir essen. Die Qualität macht den Unterschied. Aber der Anspruch, alle Menschen mit hochwertigen Kalorien versorgen zu wollen, ist eine Illusion. 10% der Menschheit kann sich die Nahrung aussuchen. Der Rest muss essen, was da ist oder was man sich leisten kann. Viele dieser Menschen wären schon froh, wenn sie unser minderwertiges Industriefutter hätten. Also die Fertigprodukte und das Fastfood, denn schlechte Kalorien sind besser als gar keine.
Aber das würde nur ein Problem durch ein anderes ersetzen. Stichwort Zivilisationskrankheiten. Zurzeit produzieren wir 20% hochwertige und 80% minderwertige Nahrung. Tendenz bei der minderwertigen Nahrung steigend, was sich in den Ernährungsempfehlungen niederschlägt. Die Vertreter der Lebensmittelindustrie, die ihr Geld mit minderwertiger Nahrung verdienen, stülpen uns ihre sogenannten Empfehlungen über und erzählen uns, dass das, was sie herstellen, gut für unsere Gesundheit ist und dass wir damit den Planeten retten. Was kam wohl zuerst? Das Huhn oder das Ei? Die Überzeugung oder die Verfügbarkeit? Man konzentriert sich auf das, was billig ist und leicht herzustellen und was den Unternehmen gute Gewinne beschert. Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder dem, was für uns gut ist, hat es nichts zu tun. Zuerst wurde der Müll produziert und dann wurde er salonfähig gemacht und zur optimalen Ernährung auserkoren. Nicht nur Politiker sind Meister darin, die Dinge so lange zu verdrehen, bis sie in ihr Konzept passen. Nein, das ist keine Verschwörung, das ist eher eine Art Unfall. Zu irgendeinem Zeitpunkt hat man eine falsche Empfehlung herausgegeben, so wie auch jetzt beim Coronavirus. Und jetzt will man sich das nicht eingestehen und man will nicht wahrhaben, dass man Millionen Menschen krank gemacht hat und viele sogar umgebracht hat. Weil da könnten ja Schadenersatzforderungen kommen. Dass wir in diesem Punkt auch nach einem halben Jahrhundert noch keinen Schritt weiter sind, ist erschreckend, um das mal milde auszudrücken. Ebenso erschreckend ist, was diese unseligen und irrwitzigen Empfehlungen aus uns gemacht haben. In den 50er und 60er Jahren lieferten sich John Jodkin und Ansel Keys erbitterte Schlachten. Der eine war der Meinung, dass tierische Fette uns krank machen, für den anderen war der Zucker Ursache allen Übels. Keys gewann auf seine typische unfaire Art, aber eigentlich hatten beide recht. Schlimmer als zu viel Zucker auf der einen Seite und zu viel Fett auf der anderen Seite ist, beides zusammen zu essen. Das war keine Verschwörung, sondern es geht um gewinnbringende Subventionen. Schlachthöfe produzieren lange nicht so viel Abfall, wie wir denken. Schon aus Kostengründen muss das gesamte Tier verwertet werden, auch wenn nicht unbedingt als Nahrungsmittel. Gegenstände, die tierische Bestandteile enthalten, sind zum Beispiel die Bespannung von Tennisschlägern, Computer, Cremes, Digitalkameras, Dünger, Etiketten aller Art, Fernseher, Geldscheine, Kerzen, Kleidung, Kondome, LCD-Bildschirme, Leim, Möbel, Nagellack, Paintballkugeln, Pinsel, Putz- und Waschmittel, Shampoos, Smartphones, Wandfarbe, Wein und Bier, Zahnpasta, Zigaretten und vieles mehr. Und die Veganer benutzen das natürlich alles nicht. Nicht wahr? Veganer essen ihr Biogemüse von Feldern, die mit Schlachtabfällen gedüngt wurden und allem, was Tiere sonst noch produzieren. Ohne diese tierischen Produkte bräuchten wir noch mehr Mineralöl. Zu napoleonischen Zeiten wurden die Leichen von Soldaten zu Dünger verarbeitet. Schon viele haben sich gefragt, was nach der Schlacht von Waterloo aus den Toten geworden ist, denn Berichte über Massengräber wurden nicht bestätigt. Der Fund der Knochen eines deutschen Soldaten 2012 war eine regelrechte Sensation. Aber wo sind die anderen? Die Knochen der Gefallenen wurden gemahlen und als Dünger auf britischen Weiden und Feldern verteilt. In England gab es dafür spezielle Mühlen, die eigentlich für Tierknochen gedacht waren. Solche Mühlen wurden auch nach Deutschland exportiert. Der menschliche Dünger fand auch außerhalb von England seine Anhänger. Max von Sternburg, Besitzer des Ritterguts Lütschenau-Strameln in Sachsen, ließ 1824 auf den Feldern der Völkerschlacht von Leipzig nach Knochen suchen. Er hatte eine Knochenmühle aus England importiert und dort auf solchen Feldern landeten wohl auch die Gebeine der gefallenen Soldaten von Waterloo.
Blut und Knochen liefern einen hervorragenden Dünger. Nicht sehr appetitlich, aber sehr effizient. Liebe Veganer, überlegt ihr jetzt, welcher Dünger wohl auf den Feldern eingesetzt wird, die eure Nahrung produzieren? Tut mir leid, ich finde diese Vorstellung sehr spannend. Ohne Tiere käme noch mehr Palm- und Mineralöl zum Einsatz. Wie lange soll das gut gehen? Palmölplantagen berauben jetzt schon viele Tiere ihres Lebensraums und der Vorrat an Mineralöl ist nicht unendlich. Das Beste für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen sind lokale, naturbelassene tierische Produkte. Farmer nach dem Vorbild von Joel Salatin wären ideal, aber das ist aufwendig und führt zu hohen Preisen und wer will schon mehr für sein Essen ausgeben? Die Alternative wäre Viehzucht nach Alan Savory oder Savory, der mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass dies nicht nur machbar ist, sondern zudem die Umwelt begrünt, die Verwüstung umkehrt und neuen Mutterboden schafft. Die gesamte Weltbevölkerung mit hochwertiger Nahrung zu versorgen, ist heute nicht mehr möglich. Also macht man das Beste aus der Situation und stopft sich nebenbei die Taschen voll. Nochmal, wir haben Mutterboden für weitere 50 Jahre ungefähr. Und wenn das Umdenken nicht bald beginnt, haben wir eine sehr düstere Zukunft vor uns. Die Insektenapokalypse als Antwort auf die modernen Ackerbaumethoden hat längst begonnen. Bienensterben ist das Stichwort. Wir haben den falschen Weg eingeschlagen und es gibt kein Zurück mehr. Monokulturen funktionieren hervorragend. Von Navis gelenkte Landmaschinen fahren jedes Jahr exakt in derselben Spur über das Feld wie die Jahre davor. Sie produzieren minderwertige Nahrung für die Massen und zerstören die Umwelt. Um nachhaltiger wirtschaften und bessere Lebensmittel zu produzieren zu können, müsste man moderne Technologien mit dem Wissen unserer Vorfahren kombinieren, die mit der Natur gelebt haben und nicht gegen sie. In den USA hätte man die Möglichkeit und den Platz dafür, aber dann wären alle Ressourcen für die Lebensmittelproduktion des eigenen Volkes gebunden und es gäbe keine Exporte mehr. Ein Quadratkilometer Ackerland produziert 10-mal so viele Kalorien wie ein Quadratkilometer, auf dem Rinderzucht betrieben wird. So gesehen ist das, was wir zurzeit tun, der richtige Weg. Auf lange Sicht geht die Rechnung aber nicht auf, weil irgendwann kein Mutterboden mehr da ist. Wir brauchen die Tiere und wir brauchen viele davon. In den 80er Jahren wäre die Umstellung auf ein nachhaltigeres System noch leicht möglich gewesen. Aber jetzt wird es immer enger und die Zeit wird knapp. Auf lange Sicht werden nur Farmer überleben, die ihr Land nicht ausbeuten, sondern nachhaltig arbeiten. Wir müssen zurück zu dem, was viele tausend Jahre funktioniert hat. Anstatt Getreide und Mais zu subventionieren, sollte man Ackerböden testen und Bauern eine Prämie zahlen, die Regenwürmer und andere nützliche Organismen in ihren Böden haben. Wir leben auf Pump und die Rechnung bezahlt die Umwelt und die künftigen Generationen. Würde gute Arbeit sich lohnen, gäbe es mehr Betriebe, die nachhaltig arbeiten. Alle rufen nach besseren Haltungsbedingungen für Nutztiere und gesünderen Nahrungsmitteln, aber einkaufen gehen sie weiter beim Discounter. Wir brauchen entweder finanziellen Druck oder Anreize für die Produzenten. Im Augenblick zählt nur billig, billig, billig. Und wer soll das bezahlen? Aber trotzdem soll die Ware natürlich hochwertig sein und natürlich mit guten Haltungsbedingungen für die Tiere verbunden. Also wir wollen die eierlegende Wollmilchsau. So, und jetzt muss mir nur noch einer erklären, wie das gehen soll. Das ist wie im Gesundheitswesen. Belohnt wird nicht, wer heilt, sondern wer seine Patienten möglichst schnell abfertigt und die meisten Medikamente verschreibt. Für alles andere fehlt Zeit, Geld und Motivation. Und oft genug auch das Wissen.
Der gigantische Müllberg, der in der westlichen Welt durch weggeworfene Lebensmittel entsteht, ist ein weiteres Problem. Die Hersteller, also die Landwirte, können sich Verschwendung nicht leisten. Ein kleiner Teil der Verschwendung passiert in den Supermärkten, aber hier geht man immer mehr dazu über, die Preise kurz vor dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums, das ja auch ein bisschen fragwürdig ist, herunterzusetzen. Na, ihr wisst ja, Joghurt hält sich 3 Wochen länger, als auf dem Becher steht. Käse auch und viele andere Produkte auch. Supermärkte haben eine enge Kalkulation. Da ist kein Spielraum für Verschwendung. Die meiste Nahrung werfen aber die Endverbraucher in den Müll. Allein bei Obst und Gemüse betrifft das etwa die Hälfte aller Produkte. Veganer kaufen viele unverarbeitete Pflanzen, die sich nicht lange halten. Sie werfen also wahrscheinlich noch mehr weg als andere Leute. Sie wollen Gutes tun, sie wollen Tiere schützen und den Planeten retten. Und sie verschließen die Augen vor der Tatsache, dass sie für mehr Zerstörung verantwortlich sind als alle anderen. Subvention ist immer ein Problem, weil aus subventionierten Produkten billiger Müll hergestellt wird, der die Gesundheit ruiniert und die Massentierhaltung fördert. Paradebeispiele in den USA vor allem sind Mais, Weizen, Milchprodukte, aber auch Fleisch. Das wird auch subventioniert und es wäre besser, das wäre nicht so. Es würde den Tieren besser bekommen und den Viehzüchtern auch und den Konsumenten auch. Um 1900 haben die Menschen 70% ihres Einkommens nur für ihr Essen ausgegeben. Heute sind es zwischen 7% und 15%, je nach Land, je nach Stadt, Land, Kontinent. Aber auch das ist immer noch zu teuer. Will man die Zerstörung sehen, braucht man nur mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Nach der Ernte gleichen Ackerbauflächen einer Wüste. Das Land, auf dem Tiere grasen, gibt anderen Tieren einen Lebensraum und der Mutterboden kann sich erholen. Vielleicht einfach mal genau hinsehen. Viele vegane Aktivisten leben in Städten weit ab vom Geschehen, glauben aber, sich eine Meinung bilden zu können. Aber es ist ja gut, dass es Veganer gibt. Denn je mehr Menschen sich nur von Pflanzen ernähren, desto mehr hochwertige Nahrung bleibt für die anderen übrig. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Unsere frühen Vorfahren mussten sich mit Pflanzen begnügen, wenn es nichts anderes gab. Eine rein pflanzliche Ernährung ist eine Mangelernährung mit den entsprechenden Folgen. Und ein Volk, das sich über mehrere Generationen vegan ernährt, hat es nie gegeben. Es ist beeindruckend, dass es heute Menschen gibt, die sich freiwillig mit dieser Notnahrung über Wasser halten und auch noch stolz darauf sind, weil sie sich einbilden, den Tieren und der Natur damit etwas Gutes zu tun. Zum Abnehmen ist die vegane Ernährung gut, zumindest kurzfristig, weil man damit kaum genug Kalorien bekommt. Auf lange Sicht ist diese Ernährung nicht zu empfehlen. Wer mehr darüber wissen möchte, ich habe meine eigene schmerzliche Erfahrung. Ich kann euch alles erzählen, was ihr wissen wollt. Es gibt zwar noch keine randomisierten Untersuchungen an Menschen, aber mehr als genug an Hunden, die einen vergleichbaren Verdauungstrakt haben wie wir. Auch Hunde kann man mit Pflanzen ernähren und sie können mit dieser Nahrung überleben, aber man tut ihnen keinen Gefallen und sie haben eine reduzierte Lebenserwartung. Ich habe einen Hund mit Leishmaniose. Diagnostiziert wurde diese Krankheit vor 10 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung sind nach Diagnose 2,5 Jahre. Mein Hund hat das seit 10 Jahren und lebt immer noch. Ja, sie ist krank, das ist eine sehr, sehr schlimme Krankheit. Aber eigentlich bin ich erstaunt, dass sie noch da ist. Und hätte ich sie so gefüttert, wie viele andere das tun, nämlich mit Industriemüll oder gar vegan, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch unter uns wäre. Chirurgen üben oft an Hunden, weil deren Magen-Darm-Trakt unserem so ähnlich ist.
Der Hund ist Fleischfresser und der frühe Mensch war sogar Hyperkarnivor. Seine Ernährung bestand also zu mehr als 70% aus Fleisch. Am Leben erhalten kann man sich mit vielen Dingen. Während der irischen Hungersnot überlebten viele Menschen mit Schuhleder, Seetang, Unkraut und sogar Gras. Viele überlebten natürlich auch nicht, aber die, die überlebten, die hatten nicht die große Auswahl. Heute folgt man dem Mainstream, der Werbung sei Dank, isst Industriemüll und wundert sich dann über die verheerenden Diagnosen, die meistens dann auch noch viel zu früh kommen. Man kann es überall sehen. Schaut euch um, schaut euch die vielen Übergewichtigen und Fettleibigen an. Es ist erschreckend. Aber es schmeckt ja so gut und es ist ja so billig. Und nach mir die Sintflut oder was? Und wer die Krankenhauskosten und die ganzen Medikamente bezahlt, ist mir auch egal oder was? Jo, wollen wir gedeihen oder wollen wir nur überleben? Oder wollen wir nur dahin vegetieren? Vegetieren. Ja? Ist dabei das richtige Wort, das wichtigste Wort. Also ich schüttle immer mit dem Kopf, wenn ich höre, dass die Leute alle für gesundheitliche Probleme haben, wie oft sie zum Arzt gehen, wie viele Medikamente sie nehmen. Aber hey, jeder muss das tun, was er für richtig hält. Ne? Das nennen die dann Lebensqualität. Man braucht ja auch ein bisschen Lebensqualität, auch wenn man dann mit 55 schon stirbt. Ne? Oder mit 60 an die Dialyse muss, ne? Weil man Diabetes hat und die Nieren ihren Geist aufgeben. Oder man wird blind als Folge des Diabetes. Oder man kriegt die Zehen amputiert und dann die Füße und dann die Unterschenkel. Ja, Lebensqualität. Ja, es gibt nicht die eine richtige Ernährung für alle. Vieles funktioniert, aber es muss naturbelassen sein. Industriefutter und Fastfood gehören in die Kategorie Drogen, weil sie süchtig machen. Am Ende des Videos von Brian Sanders und Rob Tunks geht es noch um die Bedeutung von Hunden, also wie man mit denen arbeitet und so weiter. Das lasse ich jetzt mal im Einzelnen weg. Nur so viel, die Nachkommen der Wölfe und Homo sapiens sind seit langer Zeit ein gutes Team, egal ob es um die Jagd geht oder darum, Jungtiere schonend von ihren Müttern zu trennen. Das dauert nämlich nur einen Tag, wenn man sie wegsperrt hinter irgendwelche Gatter, dann dauert das 2 Wochen. Und die Jungtiere leiden und die Mütter auch. Die Arbeit mit Hunden war immer erfolgreich. Was man von der Arbeit mit Jeeps, Hubschraubern und Motorrädern nicht behaupten kann, die heute die Herden lenken, weil es die Tiere extrem stresst. Und das bringt mich auf den Zusammenhang zwischen Stresslevel und Fleischqualität. Einer von Robs Kollegen macht alle Arbeiten mit Hunden, auch heute noch, und er hat weit und breit das beste Fleisch. Man braucht für diese Arbeit mit Hunden geschulte Leute und es dauert Jahre, bis jemand so weit ist, dass man ihn wirklich gebrauchen kann. Ungeschulte Leute kommen für diese Arbeit nicht in Frage, weil sie die Tiere verrückt machen und für Chaos sorgen. Stress aller Art beeinflusst das Gewicht der Tiere und die Fleischqualität. Wenn die Tiere an Mensch und Hund gewöhnt sind und sie als Beschützer sehen, ist sogar der Schlachthof kein Stressfaktor mehr. Kaum zu glauben, aber so ist es tatsächlich. Den Farmern und Ranchern, wie auch den europäischen Bauern, liegen ihre Tiere, die Fleischqualität und die Gesundheit der Konsumenten sehr am Herzen. Aber gutes Fleisch von zufriedenen Tieren hat seinen Preis. Ja, ihr Lieben, überdenkt eure Prioritäten. Das hören sich jetzt viele an und sagen, ja, ist ja richtig, ist ja alles richtig. Und ich muss schnell einkaufen gehen und dann stehen sie wieder beim Aldi oder beim Lidl. Ich will Aldi und Lidl nicht schlecht machen. Ich kaufe dort auch ein, manchmal selten. Aber gerade beim Fleisch gucke ich schon ein bisschen, wo es herkommt und achte darauf, dass es etwas Vernünftiges ist und es darf dann auch mal ein paar Euro mehr kosten. So, ihr Lieben, das war's. Ich werde alle Links wieder in die Beschreibung packen. Da könnt ihr euch das im Einzelnen anschauen. Wer Fragen hat, möge das sagen.
Ansonsten wünsche ich euch, ich hätte fast gesagt, ein schönes Wochenende, eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche, gute Gesundheit. Tschüss und bis bald.